So, und damit willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Martin, mein Name, Teil 3, Project Nomads. Wir sind immer noch in der Paradschlucht und wie wir ja gerade vor uns sehen, in Etappenpunkt 8 angekommen. Tja, und dann würde ich sagen, nicht lange um den heißen Brei geredet und erst gar nicht um den warmen. Und das Ganze hier wieder in Gang gesetzt. Ab zum Geschützturm vorne. Wo ist hier vorne? Da ist vorne. Jetzt hängst du mir hier fest. Das haben wir aber gar nicht gern. Das sind nämlich schon die Zeppeline. Und die Stelle erinnert uns doch an etwas. Nämlich an den Grund für den mittlerweile zweiten Versuch des Ganzen hier. Vermutlich wäre es sinnvoller, wenn wir einen kurzen Stopp einlegen. Denn wir werden bombardiert. Und da ist keine Zeit für Zeppeline ausschalten. Wo sind sie? Okay, es sind nur Wachtürme. Ich dachte, es wären die Flieger vom letzten Mal. Aber eine nichtsdestotrotz gute Strategie, die werden wir da auch an den Tag legen. Wenn wir dran denken. Diesmal ausgestiegen und nicht rausgefallen. Susi lernt dazu. Möglicherweise verbleiben wir auch hier im Leuchtturm. Oder? Oh Mann. Das zieht sich hier gerade zu lange. Verbleiben wir lieber im Leuchtturm. Also das mit dem Aussteigen, das müssen wir noch üben. So, ab in den Turm. Und zunächst einmal den hier weg. Da fliegen uns die Geschosse regelrecht entgegen. Und wir treffen irgendwie gar nicht, kann das sein? Das war zu spät. Das Artefakt haben wir schon eingesammelt. Gleich wieder an die Front damit. Bevor der uns noch unseren Leuchtturm kaputt macht. So, jetzt aber. Der erste ist weg. Und der zweite. Und der zweite. Und der zweite auch. Boah, ey, das war ja gerade echt knapp. Also wenn wir hier nicht in Bewegung sind, dann sind die Türme ein offensichtlich ziemlich schwerwiegendes Problem. Naja, es liegt nahe. Ab nach vorne. Nein, nein, weiter nach vorne. Wir gehen wieder zum Geschützturm. Und wenn die Situation zu brenzlig wird, dann geht's zum Wachturm. Das Ganze wird hier gestoppt. Ja, ist nicht so einfach, das Ganze. Sind schon die ersten in Reichweite. Und das sind die uns bekannten drei Türme. Sollten wir von der Stelle, wenn ihr dieses durchgenudelt aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr, welche ich meine, nicht mehr weit entfernt sein. Gut, lassen wir dich mal links liegen. So, und da sind wir auch schon an besagter Stelle.
Und diesmal wird hier reagiert. Hopp, vorwärts mit dir. Ab in den Turm. Und das Ganze wird jetzt zum Stehen gebracht. Ich möchte nicht nochmal gegen einen der Zeppeline fliegen. Rein mit dir. Vielleicht hätten wir dich noch reparieren sollen. Das ist aber auch mies mit dem Nebel hier. Das sieht man die Zeppeline gar nicht. Hier ist schon wieder einer von den Großen, die mir viel zu stark sind. Wirst du wohl kaputt gehen? Danke. Meine Güte, hier, ihr legt hier Manöver an den Tag. Steht wohl auf gebratene Frauen. So wie ihr mich hier brutzeln lässt, sehr unverschämt. So, dich können wir auch noch beseitigen. Nein, du stehst zu sehr am Abhang. Nee, Moment, hier. Reparieren und rein. Dann wird hier mal ins Blinde gefeuert. Sehr mies mit dem Nebel. Ich möchte ungern auf einen der Zeppeline hier stoßen, aber offenbar scheint da nichts mehr zu sein. Hoffen wir es. Ihr wisst, was es bedeutet, wenn wir uns irren. Und ich weiß es auch. So, jetzt. Aber zack, zack, nach vorne. Na. Das wird mir ja immer stürmischer hier. Und da sieht man sie auch schon. Ist eine gemeine Stelle hier. Hätten wir im ersten Versuch mal kurz einen Blick nach vorne geworfen. Bin mir nicht sicher, ob uns das was gebracht hätte. Möglicherweise wäre der Blick zu kurz gewesen und wir hätten die Zeppeline einfach nicht gesehen. Hier scheinen wohl andere schon am Werk gewesen zu sein. Aber diesmal, Leute, diesmal haben wir das geschafft. Es wäre doch gelacht. Wunderbar. Super. Vergessen von den Lebenden, tief verborgen im Reich der Wächter. Eine Insel mit Ruinen aus der Zeit vor den Kriegen. Selbst die Wächter hatten es nie gewagt, die Insel zu betreten. Legenden berichteten von furchtbaren Monstern, die dort ihre Brutstätte errichtet hatten. Furchtbare Monster. So. Wie gut, dass wir nicht zu den Wächtern gehören und uns dorthin begeben werden. Zuvor werden wir noch den Turm hier hinten reparieren. Der ist nämlich schon am Brennen. Mensch, was machst du denn hier? Wunderbar. Und das Kraftwerk erschließt sich mir immer noch nicht so ganz. Insel, beweg dich. Mann. Also das mit dem Aussteigen, das muss wirklich noch besser werden. Und nach vorne, und nach vorne, und nach vorne. Sehr schön. So, wir sind zwar bewaffnet, aber freundlich gesinnt. Bitte nicht feuern. Ihr Monster, die ihr da seid. Das scheinen sie wohl zu sein. Na, furchterregend ist anders. Wobei ich jetzt aber auch nicht weiß, was das ist. Explodieren die Kisten? Tatsächlich. Das ist gut zu wissen. Die scheinen einen Dampf zu hinterlassen, einen Rauch oder irgendwas in der Art.
der bestimmt nicht gesund ist. Sieh mal an, Planeten, die mit bloßem Auge zu sehen sind. Das zeigt schon mal deutlich, dass wir hier nicht auf der ehemaligen Erde sind. Hoffen wir, dass es bei diesen kleinen Viechern bleibt. Die scheinen ja keine so große Bedrohung zu sein. Da hinten flackert irgendwas lila auf. Oh, wie du das gemacht hast, das interessiert mich. Naja, die sind größer als man denkt. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Natürlich ungeschickt. Wir bräuchten eine mobile Bewaffnung, die wir mit uns nehmen können. Jetzt müssen wir die immer zu der Insel locken. Die Kisten haben wir offenbar auch nicht nötig, so wie die explodieren. So, Moment hier lang. Danke, danke, danke. Unser größter, nein, Moment, falsche Richtung. Unser größter Gegner ist wohl, naja, mein Ungeschick. Sehen wir es ein, Leute, sehen wir es ein. Es ist, wie es ist. Also vergiss, was wäre, wenn. Die uns nicht kennenlernen und lernen uns zu kennen, um mal RAG zu zitieren. Komm. Wir wollen nach vorne und nicht zurück. Nix, was uns hält. Sieh mal ein, da oben scheint ein Stern explodiert zu sein. Oder ist es gleich eine ganze Galaxie? Hier mit den Spiralarmen. Befinden wir uns da möglicherweise auf Kollisionskurs? Ist ja auch immer wieder interessant zu sehen, wie sich Galaxien verhalten, wenn sie aufeinanderprallen. Im Gegensatz zu uns wahrscheinlich. Sind wir gerade tot? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, aber so gut wie. Ich wollte wissen, was das ist. Ich dachte vielleicht sowas wie ein Feuerball oder so. Aus irgendeinem Grund sind wir aber stehen geblieben. Hey, die verstecken sich hier, ja. Na? So, jetzt du hier auch noch. Oder auch nicht. Oder auch doch. Verstecken ist zwecklos. Ich finde dich ja doch. So, auf unserer Insel werden wir jetzt mal gucken, was genau das hier ist und wie ich das aktiviere. Okay, hiermit nicht. Ja. Tatsächlich, das ist eine Art Waffe. Dann werden wir auch gleich mal gucken. Sie hat eine hohe Reichweite. Wie effektiv sie denn ist. Sofern noch was zum Gucken da ist. Was haben wir hier?
Keine Ahnung. Vielleicht Munition? Ja, die Insel ist schon mal deutlich größer als unsere. Da steht eine ganze Festung drauf. Kommen wir da rüber? Hm, ich bezweifle es. Aber wir hören hier auf jeden Fall etwas, das sich bewegt. Und Geräusche von sich gibt. Glücklicherweise ist das offensichtlich kein Lebewesen. Sonst hätten wir nämlich ein ziemlich großes Problem, im wahrsten Sinne des Wortes. Das scheint wohl ein Nest gewesen zu sein. Wir pirschen uns ein wenig drumherum an. Nicht, dass hier hinter den Gemäuern noch etwas lauert. Explosives, natürlich. Da haben wir es auch schon. Oh Mann, hey, das zieht uns aber eine Menge Leben ab. Und das in kürzester Zeit. Ich möchte gerne diese Kiste hier beseitigt wissen. Sonst wird sie uns noch zum Verhängnis. Ich höre hier doch immer noch welche von diesen Viechern. Ist mir alles nicht ganz geheuer. Okay, da kommen wir nicht hoch. Dann gehen wir doch mal da hinten hin. Das ist eine sehr unwirkliche Gegend hier. Rucksack ist nicht geladen, ja. Leider. Das wäre jetzt sehr von Vorteil. Allein schon, um sich hier einen Überblick zu verschaffen. So, hier haben wir auf jeden Fall einen. Und da sehen wir doch tatsächlich etwas. Was ist das? Keine Ahnung, es wird uns nicht angezeigt. Was ist das hier? Eine Bombe. Okay, die werden wir mal lieber in Ruhe lassen, sonst jagen wir uns noch selber in die Luft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Den Bombenexperte, das ist etwas, was ich nicht mal schreiben kann. So, dann gehen wir hier rüber. So, wenn wir da hinkommen. Hier hinten vielleicht. Nein. Fall mir nicht runter, Mensch, fall mir nicht runter. Dann gehen wir eben darüber. Da haben wir noch etwas Explosives. Das uns sowohl den Weg versperrt hat. Denn hier geht es auch nicht weiter hoch. Das ist Leben. Okay, sieh an. So. Hier sehen wir nicht viel. Gehen wir ein paar Schritte zurück. Und lassen unsere Gegner einen nach dem anderen kommen. Gar nicht mal so dumm. Wo ist hier noch jemand? Zeig dich. Ich mag es nicht, im Nachteil zu sein.
Diese Gase. Das ist echt nicht angenehm. Die ziehen einem wirklich viel Leben in kurzer Zeit ab. Wenn man da nicht aufpasst oder möglichst schnell wegkommt, dann war's das mit dem Leben. Du bist hinüber, okay. Sind wir auf jeden Fall schon mal hier rüber gekommen? So, auf Abstand bleiben. Da hinten haben wir etwas erneut Rotes. Diesmal wissen wir wohl, was es bedeutet, wenn es rot ist. Dann geht das nämlich tatsächlich kaputt. Und die Artefakte bleiben nicht bestehen, hat uns der Baumeister leider nicht gesagt. Das hätte er mal lieber. Dann wären wir im Vorhinein schlauer gewesen als im Nachhinein. Na, hier. Sehr schön. Okay, dann haben wir noch Leben gefunden und wohl auch Munition. Dann gehen wir hier mal hoch. Ab auf die Brücke. Ist das hier schon die Brücke? Das ist die Brücke. Haben wir hier noch etwas? Ob wir wohl aus zu hoher Höhe fallend sterben können? Ach, das ist unser Schatten da hinten. Da dachte ich mir doch, da rennt noch jemand rum. Das wäre ja was gewesen. Du bist tot. Damit umgehen wir auch die Felsbrocken da unten. Und hier sehen wir schon ein erneut großes Problem. Etwas Distanz schaffen. Die scheinen zu fett. Die kommen da nicht durch. Glücklicherweise zielt sie da doch recht automatisch. Tja, und wir müssen uns wohl doch vorwagen, dieses Nest oder was das da hinten zu sein scheint. Produziert wohl entschieden zu viele von denen hier. Hoffentlich haben wir uns da nicht jetzt in eine ungünstige Situation manövriert. Treffe ich euch nicht oder was ist da los? Das scheint hier wohl, oh nein, ein kleiner Bug zu sein. Das ist natürlich doof. Mir war nicht ganz klar, dass ich hier eine begrenzte Munition habe. Na gut, dann probieren wir es eben. Komm, lauf hoch. Lauf hoch. Das glaube ich ja gerade nicht. Legen wir das doch hier drunter. Scheint was zu bringen. Offenbar muss man Bombenleger nicht schreiben können, um mit Bomben umgehen zu können. Sehr schön. Nur immer in Bewegung bleiben. Viel Leben haben wir nämlich nicht mehr. Vielleicht finden wir ja noch etwas. Ah, hier haben wir ein wenig. Sehr schön. Und gleich wieder weiter. Jetzt gilt es natürlich zu hoffen, dass wir hier nichts übersehen. Den Tresor haben wir schon einmal. Das ist von Vorteil. Und
Möglicherweise war es das auch schon. Machen wir uns auf den Weg zu unserer Insel und schauen mal, ob wir da jetzt vom Fleck kommen oder nicht. Irgendwas ist da noch explodiert. Wir müssen nicht wissen, was. Zack. Da sind wir schon unten. Und hüpfen gen Heim. Oh, schau mal. Da hinten. Die scheinen zu respawnen. Sehr schön. Dann werden wir das auch gleich auswählen. Die Bomben scheinen keinen Slot zu verbrauchen. Das ist doch sehr angenehm. Ein Navigationspunkt ist verfügbar. Sehr gut. Damit haben wir wohl alles hier erledigt. Und das doch recht erfolgreich. Wenn man vom ersten Versuch absieht, bauen wir doch gleich unser Gebäude. Nämlich dich hier. Aber nicht an der Front. Und dich möchte ich ungern verlieren. Ich weiß nicht, ob wenn wir da Artefakte drin lagern und das Gebäude vernichtet wird, wir diese unter Umständen, sage mal, unter Umständen verlieren. Ja, der Gürtel ist voll. Ah, jetzt bist du wahrscheinlich im Weg, nicht wahr? Nein, bist du nicht. Dann bauen wir dich da. Komme ich noch an dich ran? Hallo? Jetzt komme ich nicht an dich ran. Ist das euer Ernst? Also gut. So. So. Dich bauen wir hier hinten. Was du mir genau bringst, das ist mir noch ein Rätsel. Im Gegensatz zum Tresor. Das ist offensichtlich. Nein, das brauchen wir. Obwohl, es würde sich wahrscheinlich lohnen, dich zu reparieren. So, hier. Nicht genug Energie. Okay, jetzt wissen wir, wofür wir die Energie genau brauchen. Nicht nur zum Reparieren, sondern auch zum Aufbauen. Jetzt fehlt sie uns natürlich. Verdammt. Ja, da müssen wir sparsamer mit umgehen. Die blaue Anzeige unten links scheint dann wohl nicht der Rucksack zu sein. Aber sie füllt sich immerhin langsam auf. Tja, und damit würde ich hier auch schon einen weiteren Cut setzen. Wir haben auf jeden Fall die Schlucht hinter uns gebracht und die Insel vor uns erkundet. Sind auf diese, im wahrsten Sinne des Wortes, Mistkäfer gestoßen, die da einen üblen Gestank verbreiten. Haben diesen beseitigt, ein wenig Ordnung geschaffen. Und uns ein Tresor besorgt und mobile Bewaffnung, die wir zu Fuß einsetzen können. Dann schauen wir mal, inwieweit die uns noch von Nutzen sein wird. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es einmal heißt Game Inc. Project Nomads. Bis auf dann.